Hey Leute, der Griver hier und willkommen zur nächsten Runde von Battle Brothers. Wir machen weiter, wir wurden ja wieder angegriffen. Und diesmal sind die aber auch ziemlich gut equipped. Das heißt, wir haben, glaube ich, ziemliche Probleme gleich. Lass die auf jeden Fall rankommen. Gucken mal. Alle schön mit Schilden. Oh Mann, und die haben auch richtig gute Armor. Das ist ein bisschen bad. Oh fuck. Muss unbedingt versuchen, die Bogenschützen zu kriegen. Gegen Schild, sehr schön. Oh, die haben schon richtig krasse Helme. Fuck. Versuchen mit ihm rumzugehen, um die Bogenschützen zu kriegen. Ich mach das mal. Confident. Oh, geil. Sehr nice. Was machen wir denn? Ich komme die hier, glaube ich, gar nicht rum, ne? Prozent. Ah, shit. 24%. Oh, sehr nice. So, wir lassen den mal dastehen. Dann gehen wir mit ihm hier hin. Die kommen hier gar nicht rum, merke ich, glaube ich, gerade. Melee Defense. Mal so. Oh, sehr nice. Ach. So. Oh, er hat die Waffen gewechselt. Sag nicht, der haut den Baum hier kaputt. Oh, fuck. Ein bisschen Hitpoints abbekommen. Oh, ihn hat er auch gleich eine rübergehauen. Oh, fuck. Den müssen wir ganz schnell killen. Sehr nice. Okay. Hallöchen. Den müssen wir unbedingt töten. Oh, fuck. Oh, natürlich ist er übelst gut gepanzert. Klasse. Pierce Check. Alles klar.
Alter, da kommst du nicht durch. Nice, nice, nice. Okay, jetzt haben wir aber ein Problem. Oh, warte mal, hier oben. 17%. Wir könnten hier hingehen. Oh, natürlich steht er jetzt im Weg. Fuck. Das ist mein Dude. Oh, ein Glück. Das war ein bisschen risky. Aber oh, bitte irgendwas. Ah, oh, shit. Oh, nee. Und Schild. Oh, sehr gut. Oh, nice. Oh, nein. Nein, nein, nein. Aber er hat keine große Verletzung. Ich bin nicht. Ich bin am Überlegen, ob ich ihn zurückziehe. Er hat immer noch Confidence. Wir könnten einmal zuhauen und einen Schildball machen. Oh nein. Ach, das gibt's nicht. Wir warten mal kurz ab, wenn nicht, müssen wir uns mit ihm hier einmal zurückziehen. Prozent. 26%. Oh, ich will meinen eigenen nicht treffen. Ich warte mal noch. Das gibt's einfach nicht. Ja, wir müssen mit ihm hier zurück. Das bringt nichts. Oh Gott. Er haut natürlich ab. Schild ist kaputt, fuck. Das Schild ist auch gleich kaputt, ouch. Oh Mann, das wird echt gefährlich, gefährlich, gefährlich. Der ist auch schon aus der Puste. Wir treffen nicht. Schnell weg. Oh, das gibt's nicht. Vielleicht kommt einer näher ran. Das gibt's einfach nicht. Ich glaube, der kriegt jetzt über auf den Sack. Oh. Oh, Kopf ab. Sehr schön. Eieiei. Oh, fuck. Komm nicht durch da. Oh, mein Bein wurde zerschlitten. Oh. Oh, fuck, ey. Jetzt kann ich nicht wegkommen. Toll, er ist hoffentlich nicht tot. Sind einfach zu gut, ey. Also dieses Spiel ist wirklich. Entweder ich stelle mich nur zu dämlich an oder das ist echt arschschwer. Fevering. Knockback. Knockback, okay. Ich will nicht angreifen. Ich komme hier nicht lang. Ich gehe mal eins zurück noch. Oh Mann. Also das war auf jeden Fall ein Fehler. Wir hätten eigentlich zusammenbleiben müssen. Eigentlich hätte ich hier eine richtig schöne Wall machen können. Aber ich wäre doch mal stehen geblieben.
Boah, die sind so gut gepanzert, die Typen. 62, 57. Oh, sehr nice. Oh, Kopf ab, alles klar, tschüss. Aber dann können wir jetzt hier mit dem hier hingehen. Oh, ich komme nicht durch. Das wird richtig. Oh, ich komme nicht weg. Das gibt's nicht. Ich kann mich nicht bewegen. Der hat entweder diese Schildstance oder man kommt, wenn man in Nahkampf ist, einfach schlecht weg. Okay, vielleicht hauen die hier ab. Okay. Oh je. Man muss sich am Anfang echt gut aussuchen, welche Leute man für was nimmt. Okay, die kommen hinten rum. Alles klar. Ich muss den hier kaputt machen. Nein. Pierced Chest, alles klar. Ich glaube, das wird hier nicht gut ausgehen. Und er haut ab. Sehr nice. Schild getroffen. Ich habe noch nicht nachgeladen. Mist. Ah, und wieder einer tot. Oh, fuck. Ich glaube, das wird nix. Ah, lol. Dieses Spiel. Oh, und auch tot. Alles klar. Allerdings haben wir noch ein paar mitgenommen. Ich kann immer noch nicht nachladen. Ich bin völlig am Arsch. Ja. Eieiei. Da kann man auch nicht wegrennen. Oh, den hat sogar den Kopf abgerissen. Vanguard Brigand Poacher hat mich gekillt. Damit stellt. Oh, und wieder verkackt. Kriegen wir jetzt ein paar Punkte? Ne, 0 Points. LOL. Alles klar. Ich denke mal, ich werde dann mal hier auch das angezockt aufhören, weil, wie gesagt, ich werde mal noch ein bisschen so zocken, um ein bisschen besser zu werden. Vielleicht machen wir ein Let's Play draus, mal gucken. Aber so wie es jetzt steht, sieht es nicht gut aus. Vielleicht gehe ich auch mal die Tutorials durch, vielleicht gibt es ja noch ein paar Tipps. Ansonsten kann man hier auch Szenarien machen. Hier Basic Combat Szenario. Hier kämpft man in den Wald, damit man so ein bisschen die Sicht so ein bisschen lernt und den Fog of War. Das ist ein Early Game Schwierigkeitsgrad hier. Hier sind wir auf dem Berg und müssen den verteidigen. Kampf gegen Undead, Kampf gegen Orks. Das ist ein Ork, 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 Difficult, alles klar. Oh, Goblins gibt's auch. Sehr nice. Each featuring two battle lines pitted against each other in close combat. Difficult, okay. Wolf Riders, defend against a pack of Goblin Wolf Riders. Geil. Und Game Encounter, Enemy Composition, Equipment available. Okay. Alles klar. Und was gibt's noch? Tutorial Videos gibt's. Ah, okay. Die werde ich mir auch nochmal angucken. Da wird mir extra Seite aufgemacht. Alles klar. Ja, ansonsten ist erstmal so nicht viel zu sagen. Das wird jetzt eine etwas kürzere Runde, aber es bringt jetzt nichts, das nochmal zu machen. Also der Anfang ist wirklich recht knackig. Wenn man, glaube ich, erstmal so eine richtig gute Truppe aufgebaut hat, dann sollte es eigentlich gehen, aber ich glaube, wir haben am Anfang einfach schon zu früh zu viele Leute verloren. Ich werde mir auf jeden Fall mal noch ein paar Tutorials und so weiter angucken und dann gucken wir mal, ob wir ein Let's Play machen. Eventuell, wenn Banner Saga vorbei ist, dann habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit,
für ein paar neue Videos. Vielleicht kommt aber auch Endless Space. Das hat eigentlich auch gute Aufrufzahlen bekommen, sage ich mal. Da müssen wir mal gucken, wie ich zeitlich halt das alles geregelt kriege. Nicht vergessen, ich habe nebenbei auch eine Arbeit, zu der ich gehen muss. Und kann dabei halt nicht immer jeden Tag irgendwie ein Video hochladen. Aber wir gucken mal. Wir gucken, wir gucken. Es hat mich auf jeden Fall gefreut. Ich hoffe, euch hat der erste Eindruck vom Spiel so ein bisschen was gebracht. Und auch wenn ich mich wahrscheinlich wie so ein Noob angestellt habe, einfach nur um das Spiel erstmal so ein bisschen vorzustellen, zu zeigen. Und dann sage ich erstmal Tschüss, bis zum nächsten Video und euch noch einen schönen Tag. Bis denn, bye bye.